Herzlich willkommen am besten Dienstag in der Woche. Herzlich willkommen zur erotischen Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu Worldwide Wohnzimmer. Du sagst mir nicht, was ich tun soll, was ich zulassen habe. Wann sieht er mich endlich? Ja, meine lieben Freunde, der Webvideopreis rückt immer näher und während wir schon unser, wir haben verloren, aber wir gönnen dem Gewinner ja den Preisgesicht üben. Wie geht das? Gewinner ist Mimi. Hello, stellen wir uns natürlich auch die Frage, wie echte Ladies, was ziehen wir an? Ich schwanke zwischen zwei Looks, den Abiball 98 Look, hier getragen von Iblali. Schön. Und nackt. So ein bisschen Protest. Okay, genau. Das Einzige, was ich trage, ist mein Humor, mein Talent und die Last auf deinen breiten Schultern. Dass wir dem Unternehmen hier mal einen Preis mit nach Hause bringen. Dass wir uns nicht irgendwelche Scheiße Gold lackieren müssen, sondern dass wir wirklich mal einen richtigen Preis da hinten hinstellen können, neben den Drucker. Keine Romane, ihr Quatschen. Also. Unsere Frage ist natürlich an euch, was sollen wir anziehen? Wir bauen auf eure Meinung. Schreibt mal ganze Looks zusammen. Ich finde zum Beispiel rote Bikerjacken total schön oder silberne Jeanshosen aus dem Jahr 2004. Schreibt es einfach in die Kommentare. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu den Top 3 Dingen. Ja, die 2016 schon mega uncool waren. Auf Platz Nummer 3, Fong. Liebe Freunde, Lachkrampf-Legende und Flachwitz-Fanatiker Phil Laude hat in seiner Karriere schon so einige harte Verbrechen begangen. Seine Hauptrolle in Kartoffelsalat, seine Till Schweiger-Parodien und Waititi. Aber was noch unlustiger ist als diese drei Dinge zusammen, ist seine Facebook-Seite. Habt ihr euch die mal angeschaut? Da fragt ihr euch echt, Phil, funktioniert bei dir noch alles? Der Bims Fong Herzug ist abgefahrener als Sammys Frisur 2011. Platz Nummer 2, Merch. Denn was waren das damals für Zeiten, an denen YouTuber Shirts, Kappen und Tassen mit ihren kultigsten Sprüchen zum Kauf angeboten haben. Ein schickes Merchandise-Shirt war früher wie ein Tanzverbot-Video heute. Schlechter Schnitt, ohne Liebe gemacht und Schweißflecken waren vorprogrammiert. Aber, liebe Freunde, Merch ist out. Merch ist uncool. YouTuber, die was auf sich halten, nennen das heutzutage Kollektion, ja? Sie launchen kein Merch, sie launchen Kollektion. Was ist denn los? Kleine Lacher, ey. Kollektionen unterscheiden sich qualitativ nicht vom Merch, haben aber den großen Vorteil, dass man sich Fashion Designer in die Insta-Bio schreiben kann. Ist vergleichbar mit Lions Hit Doppelkinn und Bibis Hit Wap Bap. Beides gleich scheiße, aber das zweite klingt cooler. Und auf Platz Nummer 1 der uncoolen Dinge, die 2016 schon mega uncool waren, Snapchat. Nur uncoole Teens und Trends verschicken Pimmel, Muschi und Co. heutzutage noch bei Snapchat. Instagram ist das nächste große Ding. Selbiges kann man dort nämlich mit Pandamaske, Nerdbrille und Krone verzieren. Unglaublich toll. Quasi Krone für die Kronjuwelen. Liebe Freunde, schreibt mir in die Kommentare, was absolut uncool ist. Ja, was macht man auf dem Schulhof nicht mehr, was geht gar nicht. Und ich habe hier für euch eine kleine Umfrage gestartet. Dort könnt ihr auch anklicken. Ich habe hier ein paar Dinge aussortiert, die ich uncool finde. Was findet ihr von diesen Dingen am uncoolsten? Wenn ihr diese Funktion gerade nicht seht, dann moderiere ich ins Leere. Schreibt dann einfach euren Kommentar in die Kommentare. Chancenloser als wir beim Webvideopreis sind nur YouTuber auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt. Alle Jahre wieder regen sich nämlich YouTube-Stars darüber auf, dass A, die Abo-Box nicht funktioniert, und B, billige bis keine Werbung geschaltet wird. Ist ein großes Dilemma. YouTube mutiert immer mehr zum asozialen Erziehungsberechtigten. Papa YouTube klaut seinen Kids das Taschengeld und interessiert sich kein Stück für ihre Sorgen. Einer der Leidenden, Iblali, der durch den Drachenlord bekannte Video... Kannst du die Klappe halten? Ja, Sir! Der durch Drachenlord bekannt gewordene Videoblogger wird von YouTube als werbeunfreundlich eingestuft. Und das bedeutet natürlich auch... kleinere Einnahmen. Weniger Patte. Ein russischer Einwanderer ohne Ausbildung und mit Tribal-Tattoo. Ja, werbefreundlich ist aber auch anders. Und lieber Iblali, du tust uns natürlich leid. Die Lösung für das Dilemma hatte aber Revin Said. Alle YouTuber sollten einfach mal zusammen einen Monat nichts hochladen. Vielleicht kümmert sich YouTube ja dann endlich um die ganzen Probleme. Einen Monat lang lädt kein deutscher YouTuber ein Video hoch. Revin nennt das Protest. Wir nennen das Himmel auf Erden. Stell dir mal vor, einen Monat lang. Boah, das wäre richtig geil. Einen Monat lang kommt gar nichts online. Das wäre mega. Aber Dennis, um den Kids heutzutage ja nicht erwähnenswerte News unterzujubeln, da musst du schon ein bisschen flotter daherkommen. Mach das mal so wie Promiflash. Die machen viel über YouTube. Die machen viel über YouTube momentan und die greifen wirklich die absolut heißen Themen auf. Okay, dann mache ich den Beitrag jetzt. Der kommt, den ich gerade gemacht habe, der kommt jetzt für euch nochmal, aber in der Promiflash-Version. Ja, richtig. Bitteschön.
Ho, ho, ho! Was ist denn da los? Immer mehr YouTube-Megastars beschweren sich über sinkende Klicks und ultraniedrige Einnahmen. Mädchenschwarm Iblali spricht sogar über Zensur. Das ist etwas, womit ich jetzt seit ungefähr 5 Jahren so konfrontiert bin. Mittlerweile ist es so, ja, gehört halt zum Alltag so in Anführungsstrichen. Big Drama. Wo soll das nur enden? Computerspieler Revin Siede hat eine krasse Idee. Upload-Stopp. Eieiei. Einen Monat lang ohne Bibi, Dagi und Co. klingt nach einem absoluten Albtraum. Wir drücken die Daumen und wünschen unseren Online-Lieblingen alles Gute. Sag ich doch, ich hab's jetzt auch kapiert. Blali hat keinen Bock mehr und Revi auch nicht und irgendwie keine Klicks, aber kein Geld. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir jetzt nur noch sowas machen sollen. Nun ist natürlich die Frage, haben wir eine Lösung für das Problem? Denn es ist ja wirklich aktuell so, dass YouTuber durch Werbung, wenn welche geschaltet wird, fast nichts mehr verdienen. Ja. Haben wir eine Lösung für das Problem? Antwort ist nein. Aber wir haben ein Video, in dem Hans Entertainment in der Disco rumknutscht. Bitteschön. Nun unsere Frage an euch. Welchem YouTuber würdet ihr euren letzten Cent spenden? Und warum? Der liebe Fabian von Was mit Fabian, Link in der Info, abonnieren, hat auch etwas zum Thema YouTube-Drama, kein Geld wird mehr verdient, es wird nichts mehr umgesetzt, vorbereitet. Schaut euch das doch bitte mal kurz an. Oh Mann. Erst brechen die Werbepreise auf YouTube ein wegen gewaltverherrlichender Videos, die die Jugend gefährden. Also wap-wap. Und dann wird bei einigen YouTubern gar keine Werbung mehr geschaltet. Und keiner weiß warum. Riesenproblem. Außer für uns bei Funk. Iblali zum Beispiel. Der kriegt gerade nichts, aber zahlt dafür 10-mal so viele Steuern. Da hilft wohl nur noch das Programm von Clemens Alive. Und Revi hat schon vorgeschlagen, dass alle YouTuber einfach mal einen Monat lang gar keine Videos machen. Aber das hat ja schon im Januar nicht funktioniert. Wir müssen uns also was anderes überlegen. Ich glaube, es ist langsam wirklich Zeit für eine YouTuber-Stiftung. Die Aktion Sorgenklick. Für YouTuber, von denen die Werbeeinnahmen eingebrochen sind. Die finanziert ihnen so das Nötigste. Also Internet, Strom und ein Abitur. Ja, und für so Sachen wie Essen, Reisen und Konsolen müssen die halt weiter Product Placement machen. Wie jeder normale Bürger. Klasse Video. Könnte ich mir auch wunderbar in einer PowerPoint-Präsentation vorstellen. Danke, Fabian, für deinen Beitrag. Was sehen wir nächste Woche, Dennis? Mittwoch, also morgen um 17 Uhr. Kunst mit Jan Köppen. Boah, geil. Der TV-Star ist bei uns und wir malen was Schönes. Am Donnerstag um 17 Uhr. Mann, Mann, Mann. Die tolle Männershow mit Marvin Magnificent. Und am Sonntag um 17 Uhr kommt ein Interview mit Marvin Magnificent. So, hättest du aber auch sagen können. Wir gehen jetzt ein Spaghetti-Eis essen. Und ich esse so gern Spaghetti-Eis, weil ist die Sahne drin immer so schön hart. Auf Worldwide Wiedersehen und Farewell.